Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von PUBG. Ja, ich würde sagen, wir starten heute mal mit einer Runde auf Taigo. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man es ausspricht. Naja, egal. Einfach direkt rein. Ich würde mal gucken, ob ich da hinkomme. Oh shit, wir haben einen Absturz. Dann muss ich früher rausgehen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich sonst im Flugzeug drin bleiben kann. SKS, ja. Warum ist diese Treppe so breit, Alter? Also so eine Treppe würde ich nicht bei mir im Haus haben wollen. Wo ist die Zone? Oh, das ist sehr weit. Das ist sehr weit. Haben wir hier irgendein Auto? Nee. Verdammt. Das ist nicht gut. Aber da vorne ist ein Motorrad. Und da ist auch ein Spieler. Der rennt aber weg. Oh, eine K. Die K nehme ich auf jeden Fall lieber. Oh, Sanitätstasche. Fällt gerade so auf, ich habe in dieser Runde auch tatsächlich noch überhaupt keine Schüsse gehört. Das ist heftig. Da ist einer. What the fuck? Warum hat er nicht geschossen? Er hat einfach nicht geschossen. Was zur Hölle? Alles klar. Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Bin ich einmal kurz jetzt ins Training reingegangen, um zu testen, ob es funktioniert, ob ich schießen kann. Aber ja, da hat es jetzt geklappt. Ich habe keine Ahnung, was das Problem war. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht die K ausgerüstet hatte, sondern die andere Waffe, die ich hatte. Ich habe vergessen, was es war. Keine Ahnung. Oder stand die auf Einzelfeuer? Aber Standardmodus ist auch vollautomatisch gestellt. Dann habe ich keine Ahnung, was da das Problem war. Naja, ich würde sagen, dann gehen wir mal noch auf eine von den anderen Maps. Oh! Sunrock. Lang nicht mehr gespielt. Ich gehe mal dahin. Oder da ist einer. Der geht da drüben bei den Häusern runter. Ne, der fliegt weiter, okay. Hier ist einfach keine Waffe in diesem Haus. Fuck. Hier auch nicht. Ich brauche ganz dringend eine Waffe. Danke. Also wenn jetzt jemand reinkommt, dann bin ich immerhin schon mal gewappnet. Aha. Da haben wir auch was, was auf ein bisschen größere Entfernung funktioniert. Tatsächlich. Keine Ahnung, was das soll, aber es steht auf Einzelschuss. Warum? Achso, hier macht es Sinn, warte. Nee. Hä? Oh shit, hier ist einer.
Jetzt, ich weiß nicht, wo der ist. Ist halt gefährlich auch. Ich habe nur eine Stufe 1 Weste und keinen Helm. Aber ich habe auch keine Türen gehört. Kann sein, dass er einfach durchgelaufen ist. Scharfschützengewehr, ich weiß nicht. Okay, Notfall-Pickup. Nee, nehme ich aber nicht mit. Ich habe wirklich keine gute Ausrüstung. Vierfach, okay, das ist nice. Okay. Zone ist ja schon recht klein, ne? Ich weiß nicht, ob ich da wirklich versuche, ob ich mich da wirklich bewegen soll. Also irgendwann muss ich mich bewegen, ist halt das Ding. Gut, jetzt bin ich ein bisschen weiter drin, jetzt erstmal die Zone abwarten. Das ist nicht gut. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass ich die Sniper nicht genommen habe. Die wäre jetzt auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung. Okay. Ich bin in der Zone. Das ist gut. Ich bin immer noch in der Zone. Von da kann jetzt eigentlich keiner mehr kommen, weil die Zone so viel Schaden macht. Vorne ist einer. Hä, von wo? Ach, da war auch einer. Naja, aber Vierter. Das ist nicht schlecht. Ja, die zweite Runde war gut. Naja, dann sehen wir uns nächstes Mal bei PUBG wieder. Oder natürlich nächste Woche wieder bei irgendeinem anderen Spiel, wenn ihr gerne spielt. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.